So, das und das und das alles an. Genau. Einmal den Chat in Vordergrund. So wie sich's gehört. So. Dittehammer. Passt alles. Jo. Bist du eigentlich? Vor irgendeinem Gebäude. Mega geile Ortsung, oder? Ja, ich weiß. Nein, ich war überhaupt nicht. Irgendwo im im Villenviertel. Ich muss mit General Watras sprechen. Das zeigt mir da rein. Was? Nee, war Sutra. Mit General war Sutra. Oh, ich dachte gerade, dass ich zu weit oder zu kurz war. Ich stehe irgendwo rum. Ja, da stehst du gut. Ich würde da hinten. Nein, du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Oh, kann man da was anklicken? Nö, schade. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gewinnen oder verlieren, darum geht es jetzt. Aris Wyam arbeitet für den korallianischen Geheimdienst. Er hat gerade erfahren, dass unsere Arbeit hier härter ist, als wir dachten. Meine Aufklärungsteams haben gerade einen Energieanstieg aus den Reaktoren des imperialen Schlachtkreuzers verzeichnet. Wir glauben, dass die Reaktoren des Kreuzers überladen werden. Da bahnt sich eine Explosion an. Meister Braga hat seinen Schlachtkreuzer sabotiert. Er verwendet ihn, um diesen ganzen Sektor zu zerstören. Warum lässt er ihn nicht einfach auf der Oberfläche zerschellen? Bei der derzeitigen Höhe würde eine Detonation des Reaktors nicht nur diesen Sektor zerstören. Durch die Strahlung würden in einem Umkreis von Hunderten von Kilometern alle sterben. Die gute Nachricht ist, dass es einen sicheren Turbolift gibt, der den Kreuzer mit den Regierungsgebäuden verbindet. Sie verwenden ihn, um Truppen dorthin zu schicken. Euer Stoßtrupp wird ihn verwenden, um in den Kreuzer zu gelangen, die Reaktoren abzuschalten und sich um Meister Braga zu kümmern. Mal was anderes. Normalerweise laufe ich vor explodierenden Kreuzern weg. Ich habe absolutes Vertrauen, dass ihr das überlegt. Wenn ich falsch liege, werden wir nichts mehr bereuen können. Ich befehlige einen Zug republikanischer Truppen. Mit euren Jedi-Kommandos als Rückendeckung können wir feindliche Kommandozentralen im ganzen Gebiet treffen. Wir werden die Aufmerksamkeit der Gegner von eurem Stoßtrupp ablenken und den Kapitolplatz für die Republik zurückerobern. Ohne diese Jedi würde ich sagen, ihr seid verrückt, es überhaupt zu versuchen. Aber ihr könntet es wirklich schaffen, General. Meine Leute werden euch nicht enttäuschen. Darauf zähle ich. Das ist alles, Freunde. Möge die Macht mit uns sein. Oder vielmehr, möge sie nicht mit den Bösen sein. Okay. Latitüden, ah ja. Ich habe noch nie gehört den Begriff. So. Ach, Eike ist schon weg. Ne, ich stehe hier vorne. Hä? Wo rennst denn du hin? Ich bin extra nochmal stehen geblieben, hab mich umgedreht. Das da war der Gleiter. Ditte war der Gleiter. Ich fahr da lang. Ich folge da, ohne eine Ahnung haben, wo wir hinfahren. Ich muss gerade selber map-technisch gucken. Ja, ich fahr jetzt einfach hier lang, ist egal wie lange ich fahre. Was hatten wir denn wegen Sonntag gesagt? Wann starten wir mit UNO? 16 Uhr, ne?
Ich habe auf jeden Fall angefragt wegen 16 Uhr bei Dingsbums, weil ja. Also ja, ich ging jetzt mal aus. Sonntag sind ja die Kiddies nicht da, da kann ich doch schon zeitiger anfangen. Aber wer hat schon Bock auf 6 Stunden Uno? Wir waren ja mehr als nur Uno. Bin ich von ausgegangen, dachte ich. Ja, davon gehe ich nicht aus. Kommt man da drinnen dann durch? Nö. Ja, dann einmal aus rum. Ja, doch, warte. Nee, da kommst du nicht drinnen lang. Ja, doch, rechts rum. Egal. Ja, rechts rum und da fährst du aber wieder den ganzen Weg zurück, Danko. Nee, das ist nur so ein kleines Stück, wenn du die Karte aufmachst. Geht's da rein und dann rechts oder wieder links und dann links oben, geradeaus dann, hoch, links oben. Dann eine Kurve, ja, ja, da kommst du aber hoch, wenn du hier unten lang fährst. Also. Ja. Und da ich jetzt sowieso automatisches Fahren anhab. Nicht nur du. Stahlschließfach. Erfordert Hacken. Okay. Apropos. Hey. Jetzt werden die Gleiter wieder B-Gleiter wieder losgejagt. Ja, und nebenbei muss ich halt gucken, wo ich hinfahre. Einmal der da. Dahin. Plündern? Du kannst nicht mal plündern. Nicht mal erst gratis? Was ist mit. Doch, hier. Ich bin schon dran. Und jetzt noch der Sith. Dritten Grades, so. Ich werde gehorchen. Ich brauche ja wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Ich habe nur 454.000. Boah, ich hab 22.000, weil ich keine Ahnung habe, was ich mir noch kaufen soll. Oh fuck. Oh nein. Okay, wenn das schon startet, da stehen welche. Da stehen welche. Der da hat ein Lichtschwert, ich kämpfe gegen den. Ich friss mein Lichtschwert. So. Und da bin ich erstmal volle Kanne durchgefahren, ohne zu wissen, dass da Mord ist. So. Ja. Kira, du gehst mal bitte auf Heilung. Danke. Das ist eine gute Frage. Oh, der war schon down. Okay, aber diese 1600, keine Ahnung, was Frisur da ist. Ich dachte, hier sind irgendwie meine Jedi-Typsies mit dabei. Irgendwie bin ich hier ganz alleine drin. Ja, ich halt nur mit dem Sith-Kumpel. Nee, die ganzen Unterstützungsknallköpfe hier. Die kommen sicherlich erst, wenn wir alles besichert haben und dann auch kurz auf. Ja, wie immer eigentlich. Die sind ja nur dafür da, dass uns keiner in den Rücken fällt. Den Rest machen wir. So schnell stirbt niemand. Wo ich meinen Mitleiter da drin vermisse? Ja, ich nicht.
gemacht hat. Hey, aber wieder im Boden. Mein Schnuggelputzi ist dabei. Hallo? Hörst du mal auf? Okay, irgendwie glaube ich schon, dass wir schon auf dem Schiff sind. Ey, wir sind ja schon mit dem Lift gefahren, na klar, warum nicht? Jetzt springt der Typ sie weg. Ach komm, ey. Jetzt kommen noch welche dazu. Noch irgendwo einer da hinten, natürlich. So, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich für Dinge freigeschalten habe. Ach nee, hier oben. Ah. Und das. So schnell Lack. Stirbt niemand. Und das Quarz. Alles klar. Wollte ich alles schon immer mal haben und ein Ei rennt in die falsche Richtung. Ziemlich schwer auf dem Schiff, wo es nur eine Richtung gibt. Ja, ich hatte gerade so viele Gegner, weil nach meinen normalen drei Gegnern immer noch welche dazugekommen sind. Da verliert man schnell die Übersicht. So, Corellia, Kampf gegen Feinde. Hi. Tod. Wow. Ich bin vorbei. Hier kannst du nicht vorbei bogen. Toll. Natürlich geht das nicht. Da. Schädigung der Sith abgeschlossen. Okay. So, und wie komme ich jetzt hier durch? Ach, da oben. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Ihr seid am Strahlenschild vorbeigekommen. Das ist ärgerlich, aber ihr gewinnt trotzdem nicht. Das Volk von Corellia muss sterben, damit der Imperator siegen kann. Nur so können wir diese verdorbene Galaxis erlösen. Das Volk von Corellia muss sterben, damit der Imperator siegen kann.
Nur so können wir diese verdorbene Galaxis erlösen. Der hat sich einfach mal wiederholt, okay. Die Galaxis erlösen, indem sie zerstört wird? Das ist doch völlig verrückt. Diese Galaxis ist es nicht wert, gerettet zu werden. Jedes Wesen, jede Kreatur ist schwach und nutzlos. Alle außer ihm. Der Imperator ist stark, perfekt. Er steht über den Sith und den Jedi. Er wird die Sterne von unserer Verdorbenheit reinigen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Der Imperator hat euch gebrochen, Meister Braga. Gebt auf und ich helfe euch. Die Gedanken des Imperators waren lange bei mir. Doch ich habe mich befreit. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich habe solches Grauen erlebt. Dass so etwas existieren darf. Es muss enden. Jetzt. Ach, eigentlich bist du dämlich. Steht er? Da steht er. So, Bratarsch. Jetzt bist du gleich fällig. Ich hab's dir ja gesagt. Meine Niederlage hat euch nichts gebracht. Die Reaktoren sind immer noch auf Überhitzung gestellt. Nö. General Vasatra, ich habe die Reaktoren des Kreuzers abgeschaltet. Ich wiederhole, der Schlachtkreuzer ist unter meiner Kontrolle. Verstanden. Ich schicke Truppen zur Sicherung und Übernahme des Schiffs durch die Republik. Das ist unser Tag. Wir treffen uns beim Stützpunkt. Vasatra, Ende. Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewonnen habt? Ihr verlängert lediglich das Leiden der Galaxis. Am Ende wird niemand gerettet. Diese Schlacht wird ewig weitergehen. Nichts, was ich tue, ist von Bedeutung. Nichts. Jede Entscheidung ist bedeutsam. Ihr seid zum Sith geworden. Und deshalb mussten Leute leiden. Ich wollte allem ein Ende setzen. Den Sith, den Jedi, dem Krieg. Ihr habt seine Pläne fürs Erste aufgehalten. Aber der Imperator ist geduldig. Er wird es immer wieder versuchen, bis er siegt. Er könnte warten, bis wir tot sind und es dann wieder versuchen. Was, wenn ihn nächstes Mal niemand aufhalten kann? Der Imperator ist auf Dromund Kaas. Sucht ihn nur auf. Ihr werdet sehen, wie sinnlos unsere Anstrengungen waren. Alles, was ich tue, führt mich zurück zum Imperator. Es gibt kein Zurück mehr. Seid vorsichtig mit Schicksalen. Sie sind selten das, was man sich erhofft. Ich gebe euch die Koordinaten des Imperators. Selbst in seinem geschwächten Zustand seid ihr ihm nicht ebenbürtig. Ich bin diese schreckliche Existenz leid. Mein Leben war ein einziger Fehlschlag. Beendet es. Ja, du hast mich angegriffen, du stirbst. Manche Fehler können nicht wieder gut gemacht werden. Auf Wiedersehen, Meister Braga. Boah, der Feigling wollte noch sein Lichtschwert ziehen. Ich war schneller. Mir ist schlecht. Ich will, dass das alles ein Ende hat. Aber ich hab den natürlich am Leben lassen. Ja, nö, warum? Der hat mich angegriffen. Einfach nö. Ich hab dazu Typhon wieder zurückgeschickt. Und die anderen Idioten sich drum kümmern. Ah, ne. Wer mich angreift, muss sterben. Das ist das Gesetz von Aik. Und wenn, dann lass ich Schluss Ziff am Leben.
Und natürlich mein Schnurzeporzel, was mir auf Schritt und Tritt folgt. Weil mit der will ich auch noch ein bisschen Spaß haben. Dahin. Sprich mit Eris Vio. Wüm. Ich nenne also Wüm. Ups, das ist ja ein Junge. Ah ja. Du hast auch sie gesagt. Hä? Ich hab zu... Nee. Wo ist sie denn, hast du gesagt? Nein, ich hab gesagt, wo ist sie denn? Yay. 10 Kilometer fahren. Ich hab mich teleportiert, ich rede schon. Ich fahre lieber. Hey, wo willst du dich dahin teleportieren? Ich habe vom Kreuzer zu diesem Landeplatz mit den Raketenzügen hin teleportiert. Boah, ist ja genauso ein langer Weg, oder? Ne, vom Schiff aus schon direkt, vom Reden aus. Naja, aber trotzdem ist das doch genauso ein langer Weg, auch wenn du draußen bist. Nö, das ist einmal um die Ecke, 100 Meter. Okay, aber das ist gut, ich kann mal nach Post gucken. Fremde haben seltenes Verständnis für die Mystiker, bla bla bla. Leute, ich krieg nicht mal ein Geschenk, willst du mich verarschen? Boah, nö. Anleihen nicht mal. Wäre das so eine Voraussetzung, um Post anzunehmen? Natürlich, ich will ein Geschenk haben, ich will Geld haben, ich will Lichtschwerter haben, eine Rüstung, die mich unbesiegbar macht. Ich möchte gerne die Mystical Agrikulturrüstung hier haben. Ist ja jetzt schon unbesiegbar. Sag das nicht. Der Imperator hat ihn schon gebrochen. Ja, gut, das ist so was anderes. Da kämpfst du mit der Supreme-Rüstung gegen, keine Ahnung, Draconic-Rüstung. Draconic und Supremium? Ich weiß gar nicht, der ist egal. Ja, ich überlege gerade, ob das klappt. Darüber können wir uns morgen unterhalten. Millionen von Leben gerettet. Sondern auch zusammen mit eurem Angriffsteam einen imperialen Schlachtkreuzer erobert. Nein, es klingt nicht weniger unglaublich, wenn ich es laut ausspreche. Der abtrünnige Jedi, hinter dem ihr her wart. Habt ihr ihn geschnappt? Hab ich den geschnappt? Ich weiß ja nicht. Der Jedi-Rat hat mich gebeten, das für mich zu behalten. Es zählt nur, dass er nicht länger eine Gefahr für Corellia ist. Wenn Jedi nicht für ihre Ehrlichkeit berühmt wären, würde ich denken, ihr würdet uns gerade etwas vorenthalten. Nein. Niemals. Ich bin ehrlich. Willkommen zurück, General. Meine Späher berichten, dass sie noch nie einen so eindeutigen Sieg erlebt haben. Wir haben das Imperium vertrieben. Ihr Führungs- und Befehlsnetzwerk liegt in Trümmern. Die Jedi-Truppen waren brillant. Ich schlage diese tapfere Jedi-Armee für die höchste militärische Ehrung der Republik vor. Ihr habt sie alle verdient. Der Jedi-Orden weiß, diese Anerkennung zu würdigen. Ich weiß, dass ihr nicht bleiben könnt, aber Corellia braucht den Rest von uns. Dieser Kampf wird noch lange dauern. Ich verspreche, dass ich mich gut um eure Leute hier kümmern werde. Möge die Macht mit euch sein. Hoffentlich, sonst komme ich wieder und du stirbst. Dann mache ich aus dir eine Fischsuppe.
Ich musste die halt jetzt anlügen noch. Hä, hey, was hast du gesagt? Naja, der eine Typ hat ja gefragt, ob wir den geschnappt haben. Ich hab den ja umgenietet. Ich hab einfach gelogen gesagt, das ist eine. Der Jedi-Rat hat gesagt, das ist streng geheim. So, und welches Viertel muss ich denn jetzt zur Donnerwerft bestimmt? Ich hab mich mit dem Flottenpass zurückgebildet. Naja, nee, da komme ich ja zur Flotte, das will ich ja nicht. Dann auch nur noch. Nein, nein! Nee. Sollen wieder 100 Millionen Leute reden. Ja, viel Spaß, kannst du gerne alle anklicken. Machst du das nicht mal? Was? Ich meine auf dem Schiff. Wo ach so. Jeder Idiot wieder. Ja, da darfst du eh mit allen reden und nix skippen und. Genau. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wie sieht mein Inventar aus? Medikits hab ich noch. Wenn so Licht wird das begabt. Das bringt Geld. Ja. Benutzt Gegenstand mit Rechtsklick benutzen, verbraucht 10 Kriegsvorräte Invasion, um sie im Namen deiner Gilde zu spenden. Ich hab keine. Was hast du nicht? Eine Gilde. Achso. Machen wir mal schnell eine Gilde auf. Ich hab was, wo ich Leute beschenken kann. Oh, ist das dumm, ey. So, das flotte Zäpfchen ist unterwegs. Oh shit. Jetzt habe ich was gemacht, was ich nicht machen darf. Was hast du gemacht? Werbung angeklickt. Ich lade doch den Stream runter und muss den schneiden. Ach scheiße. Naja. Musst du einfach bemerken, ja. Wann das ist. Die Frage ist, wann komme ich dazu, den Stream zu schneiden? Bisher habe ich aber noch keine Werbung. Nee, jetzt muss es kommen. Ach man. Bitte! Mein Mann sitzt im Axialpark fest. Die Raketenbahn steckt gerade. Sie sehen, fest. Sehen Sie nicht. Aber stimmt. Dahin noch muss er. Aber erstmal verkaufen. Warten Sie die Untersuchung. Das da. 480.000. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das ist doch ein Witz. Du hast auf Korea noch ganz viele Helden plus 2 Missionen, Darko. Die musst du alle noch machen. Haben wir schon aber gemacht. Wir können nicht einfach untätig rumstehen, während das. Du hast die schon gemacht? Corellia waren wir schon, die hast du auch schon gemacht. Echt? Wann waren wir hier schon mal? Da hat dich eine Nebenquest hingeführt. Und dann hast du hier auch noch die Hauptquest angenommen und ich bin dir dann halt gefolgt. Das war die. Das war der Planet, wo du mit dem schwarzen Loch auch irgendwas zu tun hattest. Ah, ich erinnere mich ganz vage. Okay. Home, sweet home. Thank you.
habe den Nahrungsbereiter ihres Schiffs umprogrammiert. Errungenschaft freigeschaltet. Gleichgewicht des Schreckens. Einige von ihnen haben. Geil. Als ich hier eingesetzt wurde, dachte ich, es wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, der Republik zu dienen. Doch ich habe mich verschätzt. Es ist die größte Ehre meines Lebens. Ihr könnt meinem Trupp jederzeit dienen, Sergeant. Ich danke euch, Jedi. Ich verspreche euch, dass ich diesen Trupp zur wirkungsvollsten Kampfmaschine der Republik machen werde. Selbst den Droiden. Ich werde bei euch bleiben bis zum bitteren Ende. Sieg oder Tod. Okay, Nummer 1. Das war mein Schlafzimmer. Da wird nur geschnackt. Wo waren denn die anderen? Oh, das Schiff ist mittlerweile so groß. Oh nee, der will O reden. Oh. Linley, das war eine ganz süße. Was wohl aus ihr geworden ist? Hoffentlich hat sie die Fähre auf Melister noch gekriegt. Ich hätte ihr doch ein paar Credits dalassen sollen. Oh, hey, echt seltsam. Ich habe mit Kira geredet und plötzlich hatte ich das Bedürfnis, über meine früheren Beziehungen nachzudenken. Interessant. Welches Gesprächsthema mit Kira könnte das ausgelöst haben? Ich fragte sie, was sie so an Männern mag. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich hier sitze und über Ex-Freundinnen nachdenke. Mir ist aufgefallen, dass meine Manieren nicht immer die besten waren. Ich hatte immer gute Absichten. Erst die Umsetzung hat mir dann Ärger eingebracht. Andererseits war die Umsetzung wohl so gut, dass sie mir immer wieder vergeben. Ach, das ist zu viel der Analyse. Ich sollte was essen. Eier, der wollte sich an meine Perle ranwerfen. Okay, der will mal nicht reden. Wow. Ich verstehe jetzt, warum euer Rat versucht, euer Vergnügen und euren Zorn zu kontrollieren. Vergnügen ist ein wesentlich stärkerer Motivator. Nee, bei mir ist es der T7, der nie reden will. Nee, der auch nicht. Was macht Vergnügen so viel gefährlicher als andere Gefühle? Vergnügen ist der Grundstein allen Verlangens. Nichts fördert mehr Zorn als vereitelte Sehnsüchte. Ich erinnere mich noch an das Gefühl des Sonnenlichts auf meiner Haut. Den Geruch meiner Lieblingsspeisen. Die Augenfarbe meiner ersten Liebe. Ich würde alles geben, um diese einfachen Dinge wieder spüren zu können. Genau deshalb gehen Jedi keine Verbindungen ein. Verlangen stört nur das persönliche Gleichgewicht. Ihr versteht nichts. Mein Gleichgewicht schwankt nie. Ich fühle nichts. Ich verstehe, warum der Rat euch kontrolliert. Ich werde nur nie verstehen, warum ihr das zulasst. Nee, nicht der Rat kontrolliert mich, eher andersrum. Ich kontrolliere den Rat. Das wissen die nur nicht. Naja, naja. C2 will auch nicht reden. Das ist gut. Jetzt kann ich mal was gucken. Spind öffnen. Da ist immer noch alles drin. Schön. Achso, warte mal, Holoterminal. Ich renn schon wieder zum Cockpit. Nee. Meisterin Satil, mein Auftrag auf Corellia ist abgeschlossen. Die Republik hat jetzt die Oberhand und Meister Braga unterstützt den Feind nicht mehr. Der Imperator hatte zu viel Macht über Meister Braga. Ich musste ihn töten. Was für ein schrecklicher Verlust. Ich bin sicher, dass ihr euer Möglichstes getan habt. Außerdem habe ich erfahren, dass der Imperator sich auf Dromund Kaas aufhält. Seine Anstrengungen gegen uns haben ihn geschwächt. Unser Gegner ist verletzlich. Vorerst. Der Imperator will die ganze Galaxis zerstören. Jetzt heißt es er oder wir. Ihr müsst euch dem Imperator noch einmal stellen. Und dieses Mal dürft ihr nicht scheitern. Ich bin stärker als bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Dromund Kaas ist das imperiale Kapitol. Ganze Legionen von Sith nennen den Planeten ihre Heimat. Die übrige Bevölkerung besteht hauptsächlich aus imperialem Militär. Wir greifen einen ganzen Planeten an, dessen Bewohner unseren Tod wollen. Wir müssen um jeden Zentimeter Boden kämpfen.
Wir können nicht einmal auf Drum und Kaas landen, wenn der Feind nicht genug abgelenkt ist, um uns zu bemerken. Wir müssen das Imperium mit dem überraschen, was es am wenigsten erwartet. Einem Frontalangriff auf seine Heimatwelt. Jedi und Kriegsschiffe der Republik werden sich bei Drum und Kaas sammeln und die imperiale Flotte angreifen. Wir werden euren Angriff auf der Oberfläche verdecken. Meister Rezatir, ja. Das ist Selbstmord. Wenn ihr dafür den Imperator schlagt, wird kein Opfer zu groß sein. Ich helfe euch dabei, durch das Verteidigungsnetzwerk des Planeten zu fliegen und sicher zu landen. Darüber hinaus kann ich nichts versprechen. Euer Erfolg oder Misserfolg wird das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen und alles verändern. Für immer. Findet den Imperator und haltet ihn ein für alle Mal auf. Möge die Macht mit euch sein. Ich muss eine Belohnung auswählen. Auch noch. Wird ihr verkauft. Oh, ich hab dunkle... Warum hab ich dunkle Punkte erhalten? Weil du du bist. Ich hab zum Beispiel Helle erhalten. Hey, da war aber nix aus... Ach, bestimmt, weil ich den Jedi getötet hab. Ja, gut. Welchen Jedi? Na, den Meister dort. Ach so. Ja, was ist denn damit? Kann man die Dinger verkaufen? Dieser Gegenstand ist 2 Tage, 23 Stunden, Minuten, Sekunden lang an dich gebunden. Ah ja. So lange kannst du ihn heute verwenden. Ihr habt mich überrascht, Jedi. Ihr habt das Herz eines Sith. Wärt ihr auf Korriban geboren, würdet ihr bereits in ihrem Rat sitzen. Für euch ist es leider zu spät, ganz vom hellen Weg abzukommen. Aber sollten eure Kinder empfänglich für die Macht sein, werde ich dafür sorgen, dass sie die richtige Ausbildung erhalten. Ein Sith-Lord mit meinem Blut. Eine verlockende Vorstellung. Er hätte Macht, wie sie die Galaxis noch nie zuvor gesehen hat. Es wäre mir die größte Ehre, ihn auszubilden. Ein Sith-Lord mit meinem Blut. Vor allem, der geht davon aus, dass du Kinder kriegst. Der geht einfach davon aus. Naja, ich hab doch meine Frau hier. Ich hab meine Frau. Ja, bei dir trifft das sogar mehr zu als bei mir. So, Drum und Kaas. Na dann. Er stand eine Schlacht und aus dem Fenster guckt. Nö. So, hier regnet's. Aber hier ist alles zu. Du hast nicht nochmal gequatscht. Ist mir auch passiert. Warte mal. Hä? Was passiert denn jetzt? Hab ich jetzt gewonnen? Du fliegst wieder zurück. Du musst ja noch quatschen mit deinem Kollegen. Ich bin kurz auf, Karl. Ich habe die beste Rettungskapsel für Sie markiert. Ach, Intercom, meine Schiffs benutzt. Ah! Warte mal, wo ist mein... Wo? Das war mein Schlafzimmer? Hier. Wir sind auf Drum und Kaas gelandet. Hat uns jemand entdeckt? Gut für uns, aber die republikanische Flotte wird da oben in Stücke geschossen. Wir müssen schnell sein. Okay. Ich habe die Koordinaten untersucht, die Tol Braga euch gegeben hat. Der Imperator befindet sich in einem alten Tempel tief im Dschungel. Der Zutritt ist streng verboten.
kontrolliert. Was wisst ihr über diesen alten Tempel? Der Imperator hat ihn gebaut. Er hat dort über Jahrhunderte seine Feinde eingesperrt. Es ist ein Ort starker, dunkler Kräfte. Eine der Privatsphären des Imperators befindet sich nicht weit von hier entfernt. Sie verfügt über die nötige Sicherheitsstufe, um in den Tempel zu gelangen. Toll! Jetzt müssen wir uns nur noch durch eine Stadt voller Leute kämpfen, die uns umbringen wollen. Wenn wir uns als eine Einheit bewegen, gibt das unser Ziel preis. Wir könnten in Zweiergruppen auf unterschiedlichen Wegen zur Fähre aufbrechen. Tötet jeden, den ihr begegnet. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Jeder außerhalb dieses Schiffs verdient den Tod. Sorgt dafür. Ich nehme noch mehr Munition mit. Ihr habt alle die Koordinaten der Fähre. Ich empfehle, dass sich niemand verspätet. Ja. Annehmen. Was ist da drinne? Ein... irgendwas Waffe. Kanone des Begabten von Bakteut. Alles klar. Aber jetzt... oder muss ich nochmal irgendwas machen? Finde die Fähre des Imperators. Nö. Ab geht er. Genau. So, jetzt ist es offen. Gut. Na dann. Ein Sanitätsdruide. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen. Tschüss. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Okay, ich habe gesagt, alle, die auf diesem Planeten sind, sollen sterben. Darum kümmern sich meine Leute. Ich renne vorbei. Oh, du nimmst mal vom Weg. Genau. Na, wozu habe ich meine Leute? Die sollen mal schön kämpfen. Könnte man aber auch sagen, du rennst weg wie eine feige Pussy. Nö, ich renn zum Ziel, den Imperator. Ich will seinen Platz einnehmen. Na gut. Ich gleite dahin wie eine Prinzessin. Oh ne, hier muss ich ja jetzt kämpfen. Okay, ich muss es testen. Kann man, da kann man nicht abkürzen, schade. Oh, ich starte von hier vorne. Schade, ich dachte, man könnte abkürzen. Was hast du versucht? Naja, wenn du jetzt diesen langen Weg hier lang gehst zum Questziel vom Imperator, kannst du links unten auf so einen kleinen Absatz springen. Und da bin ich drauf in der Hoffnung, man kommt da vielleicht lang, aber dem ist nicht so. Ach komm. Keine Sorge. Wie putzig. Ich hab mir hier irgendwie stärker vorgestellt. Das sind was ja bitte, das ist eine Hauptquest. Naja, trotzdem, aber Stufe 50? Das ist ja putzig. Ich brauche nicht mal irgendeinen Megaschlag einsetzen. Es geht hier ja einfach nur um die Story. Okay, sag mal so, wenn es bei Star Wars um die Story geht, wir landen auf dem Planeten und sind direkt beim Imperator. Ohne große Umschweife. Das sieht schon geil aus. Was sieht geil aus, der Planet? Nee, da ist so ein Tempel. Und man sieht einfach, der gefällt mir.
bisschen weiter als ich. Das krieg ich mit. Ja, bin weiter als du. Ja, dann spoiler mich nicht. So. Da. Da. Echt, dass ich dir ein schickes Detail mitgebe, was du wahrscheinlich nicht mal mitbekommen hättest. Auch wenn es riesengroß ist. Kira ist unter der Erde, okay. Läuft. Ich kann nicht, weil Kira kämpft. Alles klar. So, aber jetzt. Da ist er. Ich fliege uns zum Tempel des Imperators, aber ihr müsst allein gegen ihn kämpfen. Niemand sonst kann seinem direkten Einfluss widerstehen. Wir werden euch unterstützen und die Wachen des Imperators besiegen. Der Droide kann unsere Bemühungen über das Netzwerk des Tempels koordinieren. Ich werde alles tun, um den Imperator aufzuhalten. Versucht ihr einfach am Leben zu bleiben. Überleben ist hier nicht unser Ziel. Es geht nur um die Vernichtung des Feindes. Jeder von uns ist entbehrlich. Wenn die Galaxis überleben soll, muss der Imperator fallen. Wir alle sind auf uns allein gestellt. Ob ihr erfolgreich seid oder scheitert, niemand wird euch retten. Das sagt ihr. Wenn jemand Hilfe braucht, werde ich da sein. Okay. Außer natürlich, ihr seid es. Macht euch nichts vor. Wir haben den Imperator überrascht. Aber er wird sich schnell erholen. Wir dürfen ihm keine Zeit geben, um wieder zu Kräften zu kommen. Kira hat recht. Dies ist nicht der Zeitpunkt, an dem wir uns alle gegenseitig im Stich lassen sollten. Dazu haben wir schon zu viel zusammen durchgestanden. Manche mehr als andere. Oh, Baby. Seid vorsichtig. Ihr könnt auf mich zählen. Sieg oder Tod. Der mit seinem Riesenblaster. Ich wähle den Sieg. Der Imperator kann den Tod haben. Da fehlt ein Droide. Was ist mit dem C2? Wo ist der? Der hat eine Waffe von, der hat eine Waffe von mir bekommen. Der kann kämpfen. Wo ist der? Das ist ein Begleiter. Das prangere ich jetzt an. Der Feigling verpisst sich einfach. Alter. Nö, der bleibt ja. Was für ein Feigling. Lass mich raten, bei dir war ist er auch nicht da. Nö. Aber zu mir sagen, ich bin Feigling, weil ich die Kämpfe aus dem Weg gehe. Hä? Was? Nee, warum? Warum habe ich den Druiden bei mir? Kann man nicht tauschen, habe ich schon versucht. Habe ich den wenigstens gut ausgerüstet? 2071er Waffe. Ja, habe ich. Gut. Ich muss nach Dorte. Ja, genau. Na dann. Oh, ich spüre die dunkle Seite der Macht hier ganz stark. Oh. Oh ja. Ey, den Planeten kenne ich. Warte mal, den Tempel kennen wir doch. Irgendwo kommt der mir bekannt vor. Ich kenne die Hörner da oben. Von Sifs Seite. Wo ja, aber da kenne ich die Hörner nicht. Aber. Das weiß ich nicht mehr, ob die dabei waren. Da müsste ich jetzt auf YouTube gucken. Aber hier hatten wir auch schon mehrere Quests. Ja, ja, das ist das hier. Hier habe ich immer Lootkisten gesammelt. Und Steine gefarmt hier für den Job. Ja, ja. Siehst du? Da kann ich mich doch ganz genau daran erinnern. Ich bin halt der perfekte Sith.
So, bevor ich den aber betrete, ich mach ein kurzes Häusle und bin gleich wieder durch. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, I love.